willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir eine Bonalok. Da vorne liegt ein Zettel, da zeige ich euch das gleich mal. Das ist einfach so ein Ding, das geht so gerade hoch, so ein Sprung. Dann ist hier so eine Stütze und das ist halt ein Sprung, ja, für unsere Strecke. Und den bauen wir jetzt und das zeigen wir euch. So, hier haben wir jetzt diesen Zettel. Und zwar wird die 2 Meter lang, 1 Meter hoch und die ganzen anderen Maße, die da noch stehen, könnt ihr jetzt anhalten und könnt ihr euch angucken. Schreibe ich euch aber auch in die Videobeschreibung und gleich dieses Kreuz zum Beispiel hier machen wir aus Dachlatten und den Rest aus dicken Balken, die wir noch haben. Ja, let's go. So, wir haben jetzt hier so eine Säge, damit sägt einer von uns jetzt gleich einen Balken auf 1 Meter für die Stützen. Wir sägen jetzt hier die Dachlatte auf 70 cm für das Kreuz. Das Ganze machen wir zweimal. Und derzeit sägt Jane da hinten den Balken auf 1 Meter. So, jetzt, das war gerade das Kreuz. Und jetzt sägen wir die 3 80 cm langen Querstreben hier. Okay, wir haben jetzt hier dieses Kreuz. 1 Meter lange Balken an der Seite, 80 cm lange so Querstreben, die sind einfach Dachlatten, da und da. Das 70 cm lang, das ist ein Kreuz und das gleiche kommt nochmal auf die Rückseite zur Stabilität und das ist dann quasi der Stützbalken für unten. Hier unten haben wir extra ein bisschen Platz gelassen, damit das in die Erde kommen kann, ein Stück. Das schrauben wir jetzt zusammen und dann geht es an die Auflageplatte. Das hält jetzt schon mal. Jetzt machen wir das untere. Ah, das sind die Schrauben. So, jetzt kommt das X. Okay. Auf der anderen Seite das X. So, jetzt haben wir hier dieses Kreuz und hier sind diese 3 Meter Balken. So. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass die jetzt rechts und links so da drauf kommen. Das ist noch nicht genau so, aber so in der Art. Wir sägen jetzt hier so eine kleine Rundung rein, damit das, also so einen kleinen Cut, damit damit der Balken auch gut da drauf hält. Also dass man den besser darauf festschrauben kann. So, der erste Akku ist jetzt leer. So, jetzt nehmen wir den zweiten. Weiter geht's. So, jetzt haben wir es durch. Ist nicht der geradeste und der schönste Schnitt. Ist aber nicht so schlimm, weil muss ja nicht perfekt sein. Hier das die Auflagefläche für da drauf fertig. Haben wir angefangen. Jetzt müssen da und da und da und da noch die Schrauben rein. Aber weil es jetzt schon sehr spät geworden ist und es jetzt auch im Winter immer früh dunkel wird, schrauben wir das noch rein und dann beenden wir dann auch das Video, weil im Sommer, wir stellen die sowieso jetzt noch nicht auf. Wir lassen die so liegen und im Sommer schrauben wir die zusammen und stellen die hinten auf die Strecke, damit die jetzt im Winter nicht da verrottet. Übrigens nochmal vielen Dank für die ganzen netten Kommentare unter dem letzten Video. Irgendwie, ja, bitte längere Videos, also echt nice. So. Und
am Montag fahren wir zu Wicked Woods, das ist so eine Halle. Da nehmen wir wahrscheinlich auch die Kamera mit und da dürft ihr euch dann auch Mittwoch oder Donnerstag dürft ihr euch auch da auf ein neues Video freuen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.